Ahoi und willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gaming Priest, und in diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, lohnt sich Alchemie in Enderal? Bei jedem Level Up erhält man neben einem Erinnerungspunkt auch 3 Handwerks- und 5 Lernpunkte. Die Handwerkspunkte kann man unter anderem zum Erhöhen der Alchemiefertigkeit verwenden, wodurch die selbst hergestellten Tränke besser werden. Auch der Talentbaum des Vagabunden enthält einige nützliche Verbesserungen zum Tränkebrauen. Doch wie sinnvoll ist es überhaupt, die mühselig zusammengesparten Punkte für Alchemie zu investieren? All das klären wir jetzt. Alchemie beschäftigt sich mit der Herstellung von Tränken, die den Charakter zum Beispiel heilen, bestimmte Attribute regenerieren oder Fertigkeiten verstärken. Ebenfalls kann man tödliche Gifte mischen, so sagt es jedenfalls die Beschreibung im Ladebildschirm. Daher habe ich Alchemie auf 100 geskillt und bei den Schritten 15, 25, 50, 75 und 100 jeweils Tränke gebraut und gemerkt, dass der Ladebildschirm vielleicht doch gar nicht so schlau ist. Als erstes Beispiel nehmen wir unseren selbstgebrauten Heilungstrank und vergleichen ihn mit einem ranzigen Genesungstrank. Wir gehen davon aus, dass Rhetorik auf einem Wert von 15 bleibt, wodurch wir den Grundpreis erhalten. Ein ranziger Genesungstrank stellt 9 Lebenspunkte für 4 Sekunden her, folglich 36 Lebenspunkte insgesamt. Bei einem Händler können wir ihn für 67 Groschen kaufen. Ohne jegliche Verbesserung stellt ein eigener Heilungstrank 3 Lebenspunkte für 3 Sekunden, also 9 Lebenspunkte insgesamt her. Die Zutaten für einen Genesungstrank kosten 21 Groschen. Wollen wir also auf die gleiche Heilungsleistung kommen, benötigen wir 4 Tränke zu einem Gesamtpreis von 84 Groschen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt sich das also nicht. Damit unsere Tränke besser werden, können wir die Alchemiefertigkeit mit Handwerkspunkten verbessern. Um auf einen Wert von 100 zu kommen, müssen wir 85 Lehrbücher kaufen, was sich wie folgt zusammensetzt. 10 Lehrlingsbücher, um von 15 auf 25 zu kommen, 25 Gesellenbücher, um von 25 auf 50 zu kommen, 25 Expertenbücher, um von 50 auf 75 zu kommen und 25 Meisterbücher, um von 75 auf 100 zu gelangen. Das ist dann bei allen 85 Lehrbüchern ein Gesamtwert von genau 19.960 Groschen. Wir bezahlen also fast 20.000 Groschen, um Alchemie auf 100 zu erhöhen, was dazu führt, dass ein selbst hergestellter Heilungstrank 5 statt 3 Lebenspunkte für 3 Sekunden regeneriert. Wir haben hierbei aber noch nicht einmal die Zutaten, um einen Trank zu brauen, die müssen nämlich auch noch gekauft werden. Zum Vergleich, mit diesem Geld kann man 298 ranzige Genesungstränke kaufen, die 9 Lebenspunkte für 4 Sekunden, also 36 Lebenspunkte insgesamt wiederherstellen. Bei 298 Tränken sind es also 10.728 Lebenspunkte für den gleichen Wert, um Alchemie mit Lehrbüchern auf 100 zu erhöhen. Man könnte stattdessen auch 39 exklusive Genesungstränke von dem Geld kaufen, die 40 Lebenspunkte für 4 Sekunden, also insgesamt 160 Lebenspunkte wiederherstellen, sprich 6.240 Lebenspunkte insgesamt. Die ranzigen Tränke sind hier also besser, nach dem Motto Masse statt Klasse sozusagen. Man benötigt 715 selbstgebraute Tränke bei einem Alchemie-Level von 100, um auf die gleiche Heilungsleistung von 10.728 Lebenspunkten zu kommen. Das wären dann nochmal 15.015 Groschen an zusätzlichen Ausgaben für Zutaten. Man zahlt also fast 35.000 Groschen, um an die kaufbaren Tränke heranzukommen. Wer es hat, kann das ja machen, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Alchemie ziemlich schlecht ist. Man muss erst Unsummen an Geld investieren, bevor man überhaupt einigermaßen nützliche Tränke brauen kann, und dann benötigt man auch noch die Zutaten, um den Trank dann überhaupt brauen zu können. Das lassen wir also mal lieber. Abgeschlossenes Thema, Alchemie lohnt sich nicht, und wir kaufen lieber für teures Geld Tränke vom Händler, zahlen aber noch lange nicht so viel wie für selbstgebraute Tränke. Aber Moment, gibt es nicht noch den Erinnerungsbaum des Vagabunden, der bestimmte Buffs zur Alchemie freischaltet? Genau, und den schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Der erste Perk zur Alchemie nennt sich Salbenkunde, der sich auf Regenerationstränke auswirkt. Man kann ihn auf 2 Stufen ausbauen. Die erste Stufe verbessert Tränke, die Leben, Mana und Ausdauer wiederherstellen, um 15%. Die zweite Stufe verbessert diese Tränke um weitere 10%, sodass man insgesamt einen 25%igen Bonus auf Regenerationstränke erhält. 25% klingt erstmal recht viel, aber in der Praxis wirkt sich das nur minimal auf neue Tränke aus. Bei Alchemie auf Level 15 ohne aktivierte Erinnerungspunkte regeneriert ein eigener Trank 3 Lebenspunkte für 3 Sekunden, während in Salbenkunde Rang 2 4 Lebenspunkte für 3 Sekunden regeneriert werden. Wählen wir jetzt noch zusätzlich die Erinnerung Braumeister aus, werden alle Tränke um 20% wirkungsvoller. Wir haben also eine Verbesserung von insgesamt 45% im Vergleich zu vorher.
Macht das jetzt einen großen Unterschied? Nicht so wirklich, denn auf Level 15 werden immer noch nur 5 Lebenspunkte für 3 Sekunden regeneriert. Wie sinnvoll ist es also, die Erinnerungspunkte in den Vagabundenbaum zu investieren, wenn man keine Alchemiebücher kauft? Wie es scheint, ist es um einiges besser und vor allem günstiger als alle Lehrbücher zu kaufen. Um das zu veranschaulichen, nehmen wir wieder den Genesungstrank als Beispiel. Belässt man seinen Alchemiewert auf 15 und hat die Erinnerungen Salbekunde Rang 2 und Braumeister aktiv, regeneriert ein selbst hergestellter Heilungstrank 5 Lebenspunkte für 3 Sekunden, also 15 insgesamt. Die gleiche Rate erhält man bei einem Alchemiewert von 100, aber eben um einiges teurer. Man bekommt also für den Zutatenpreis von 21 Groschen 15 Lebenspunkte geheilt. Ein ranziger Genesungstrank kostet beim Händler 67 Groschen und stellt 36 Lebenspunkte wieder her. Um also auf die gleiche Heilungsleistung zu kommen, benötigt man 2,4, also 3 selbstgebraute Tränke. Zutatenkosten belaufen sich dann auf 3 mal 21, also 63 Groschen, und heilen uns um 45 Lebenspunkte. 3 eigene Tränke sind folglich günstiger und stärker als ein gekaufter Genesungstrank der Stufe Ranzig. 45 Lebenspunkte sind aber nicht viel, deswegen schauen wir uns den exklusiven Genesungstrank an, der für 4 Sekunden 40 Lebenspunkte, also 160 insgesamt regeneriert. Der beste Heilungstrank hat aber auch seinen Preis und ist mit 510 Groschen ziemlich teuer. Rechnen wir nun unseren eigenen Trank dagegen, zeigt sich, dass wir 10,6, also 11 Tränke brauchen, um an die Heilungsrate heranzukommen. Für 11 Tränke zahlen wir 231 Groschen an Zutaten und regenerieren dafür 165 Lebenspunkte, also 5 Lebenspunkte mehr als der exklusive Trank bei nicht mal dem halben Preis. Wie man also sehen kann, sind selbstgebraute Tränke mit Alchemie auf Stufe 15 und den richtigen Erinnerungspunkten effektiver und preiseffizienter als gekaufte Tränke. Ein weiterer Aspekt ist, dass selbst hergestellte Heilungstränke kein Arkanistenfieber verursachen, was sie definitiv zur besseren Wahl macht. Heilungstränke sind also sehr hilfreich, aber wie verhält es sich mit Mana- und Ausdauertränken? Relativ ähnlich auf jeden Fall. Beide Tränke haben die gleichen Regenerationswerte, aber im Vergleich zu den kaufbaren Tränken verhalten sie sich etwas anders. Selbst hergestellte Mana-Tränke sind ungefähr genauso gut wie die kaufbaren Gegenstücke, wenn man die gewisse Menge konsumiert. Ein exklusiver Mana-Trank stellt 41 Mana für 7 Sekunden, also 287 Mana insgesamt wieder her. Ein eigener Mana-Trank stellt 12 Mana-Punkte sofort wieder her und kostet 13 Groschen an Zutaten. Um auf die gleiche Heilungsleistung zu kommen, brauchen wir also 24 eigene Tränke, die in der Anschaffung 325 Groschen kosten. Ein exklusiver Trank kostet dagegen 336 Groschen, was ein bisschen teurer ist. Ähnlich ist es auch mit den Ausdauertränken. Ein exklusiver Morgenlufttrank stellt 25 Ausdauer für 6 Sekunden, also 150 Ausdauer insgesamt wieder her und kostet 263 Groschen. Um auf die gleiche Leistung zu kommen, benötigt man 13 eigene Tränke zu einem Zutatenpreis von 169 Groschen. Die Herstellung ist hier also um einiges günstiger und man bekommt mit 156 Ausdauer 6 Punkte mehr als bei dem Exklusivtrank regeneriert und das nicht mal über einen kleinen Zeitraum, sondern sofort. Nachdem wir nun die Heilungstränke betrachtet haben, schauen wir uns nun die Gifte an. Der Salbenkunde-Perk wirkt hier leider nicht, allerdings gibt es den Erinnerungspunkt namens Giftkocher, der eigene Gifte um 40% besser macht. Die 20%ige Verbesserung durch den Braumeister-Perk wirkt aber auch hier, wodurch wir 60% bessere Gifte erhalten. Als Beispiel habe ich das kaufbare Gift des Leidens und das selbst hergestellte Gift genommen. Ein ranziges Gift des Leidens verursacht 3 Punkte Giftschaden für 3 Sekunden, also zieht es insgesamt 9 Lebenspunkte ab. Ein eigenes Gift verursacht bei einem Alchemielevel von 15 und allen nötigen Perks 11 Punkte sofortigen Giftschaden am Ziel. Das ist beides jetzt auf Anhieb nicht sehr viel, aber man kann das Gift mit dem Experimentator-Perk ja zweimal benutzen. Der wahre Wert steckt aber hinter den Kulissen, denn wie soll ich sagen, es ist der Wert des Giftes. Ein ranziges Gift des Leidens kann man für 6 Groschen verkaufen, was ziemlich wenig ist. Unser eigenes Gift ist etwa 19 mal so viel wert und wir werden es für etwa 112 Groschen beim Händler los. So ein Gift zu mischen kostet 24 Groschen an Zutaten, wodurch wir einen Gewinn von 88 Groschen machen. So günstig verdient man sonst nirgendwo Geld. Also, lohnt sich Alchemie in Enderal? Ja, so ziemlich. Aber nur, wenn man die entsprechenden Perks auswählt, denn mit Lehrbüchern wird Alchemie seiner Leistung nicht ganz gerecht. Für Regenerationstränke und Gifte kann man also ruhig den Erinnerungsbaum des Vagabunden ausbauen, aber für die Resistenzen oder Fertigkeit erhöhenden Tränke lohnt es sich dann doch nicht, da sich diese Effekte nicht stapeln lassen. Wer solche Tränke nutzt, sollte also lieber zu den kaufbaren Tränken greifen, da sie eine bessere Wirkung bieten. Wer keine Erinnerungspunkte für Alchemie investieren will oder kann,
sollte auch lieber zu den gekauften Heilungstränken greifen, denn die eigenen sind ohne Verbesserung ziemlich schlecht, auch wenn man dann etwas Arkanistenfieber in Kauf nehmen muss. Und das wär's auch schon mit der Frage, ob sich Alchemienänderer lohnt. Was meint ihr? Wusstet ihr das schon oder könnt ihr jetzt viel effizienter skillen als vorher? Sagt es mir doch in den Kommentaren und wenn euch dieses Video geholfen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben und wenn ihr auf weitere Videos dieser Art Bock habt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Schüsselchen.